Was ist denn, Gero? Gero, was ist denn? Ich kann nicht mehr. Was machen Sie denn da? Wer sind denn Sie? Freifrau Henriette von Südig. Ich bin verwandt. Verwandt? Mit wem, wenn ich fragen darf? Mit den Hohenzollern. Dumme Frage. Mit den Hohenzollern? Na, dann passen Sie mal auf, Hoheit. Ich habe eine Bleibe für Sie. Da sind Sie genau richtig aufgehoben. Da treffen Sie gleich ganz viele Kollegen. So, welche denn? Napoleon, Cäsar, die Pompadour, Hannibal. Einen kleinen Moment mal, ja? Hier ist Horst, pass mal auf. Bestell schon mal eine Ambulanz, ja? Ich hab da eine Irre im Himmelbett liegen. Die behauptet, sie sei mit dem Hohenzollern verwandt. Total eine Schurke seid ihr. Hallo, Ben. Ich dachte, ich schau mal kurz vorbei. Ja? Mal sehen, wie es dir so geht. Wie soll es mir gehen? Gut geht's mir. Meine Frau hat mich verlassen. Ich bin wieder ein freier Mann. Los, komm, trink was mit mir. Ich habe eine wichtige Entscheidung getroffen. Aha. Ich werde meinen Roman zu Ende schreiben. Dein Roman? Was denn für ein Roman? Ist ja das Allerneueste. Er liegt unten im Keller in unserer Kiste rum. Ich habe vor Jahren angefangen, einen Roman zu schreiben. Den konnte ich aber nie zu Ende schreiben, weil ich Carla geheiratet habe. Carla, eine Frau mit großen Ansprüchen. Du, ich sage dir, das fällt mir langsam wie Schuppen von den Augen. Du. Die wollte mir nur ein schlechtes Gewissen einreden. Ach so, ja. Und womit? Ja, weil sie angeblich die 7 schönsten Jahre ihres Lebens an mich vergeudet hat, ja, indem sie Hausfrau spielen musste. Ha! Und was war mit mir? Habe ich nicht auch gelitten? Habe ich nicht auch verzichtet, ja? Ich habe meine Ideale habe ich verraten. Mensch, aus mir hätte ein zweiter Thomas Mann werden können. Stattdessen habe ich Werbesprüche, habe ich da geschrieben. Sag mal, Ben, meinst du nicht vielleicht, du hättest jetzt so langsam genug von diesen... Ja, 2 Flaschen, ja, Vinzenz, ich bin topfit. Das ist doch prima, Ben, das ist doch prima. Dann hast du sicher auch die Werbetexte fertig für den neuen Marillenschnaps. Nee. Oh Mensch, Ben, ich kann doch keine Entwürfe machen, wenn du keine Texte lieferst. Schreibe keine Werbetexte mehr. Nie mehr. Vielleicht schläfst du noch mal eine Nacht drüber, ne? Gute Nacht, Thomas Mann. Komm mal. Kannst nicht schlafen. Muss runter in den Keller. Muss mal Skripte suchen. Muss meinen Roman vollenden. Ja, wo ist jetzt die Kiste mit den Manuskripten? Ist da jemand? Ach, da ist er. Manuskripte, also. Hallo? Oh, pardon. Was? Sie schon wieder? Ja. Oh, das ist mir wirklich peinlich. Aber daran ist wohl der Rotwein schuld. Rotwein? Also, hören Sie mal. Aber jetzt schlägt's aber 13. Ja, was machen Sie denn hier? Das ist wirklich ein guter Jahrgang, aber ich trinke ja so selten. Eigentlich nur, wenn ich Kummer habe. Wie sind Sie denn hier in den Keller gekommen? Haben Sie einen Schlüssel? Oh, das ist nicht nötig. Pardon. Ja, das ist schon gut. Ich möchte wissen, wie Sie hier reingekommen sind. Aber Benedikt, ich habe Ihnen doch schon gesagt, ich bin ein Geist. Ein Geist? Hm? Henriette von Südeck. Das ist mir wirklich peinlich. Ja. Sag mal, was ist denn in der Tasche drin? Ist da Ihr Werkzeug drin? Ich verstehe Sie nicht. Oh, doch. Sie verstehen mich für mich sehr gut. Sie sind gar kein Gespenst. Sie sind eine professionelle Diebin. Aha, ertappt. Ich bin kein Dieb. Na ja, gut. Ich bin nicht von der Polizei. Also, wenn Sie jetzt gleich gehen, dann schwamm drüber. Jetzt warten Sie mal einen Moment, ich mache Ihnen hier mal den Weg frei. Oh, das ist nicht nötig.
Sie mich mal kneifen, ja? Aber kräftig. So? Au! Kein Traum. Nein. Oh, wie romantisch Sie schauen können. Seit Richard hat mich keiner mehr so angesehen. Richard? Jetzt ist er weg. Richard ist weg? Der Schluck auf. Wer ist Richard? Da, nehmen Sie. Wir haben uns geliebt. Wann war denn das? Vor gut 80 Jahren. Ja. Wie ist die Sache weitergegangen? Ich meine, warum geistern Sie denn hier herum? Darüber möchte ich jetzt nicht reden. Das berührt meine Intimsphäre. Geister haben also auch eine Intimsphäre? Natürlich. Wir sind auch nur Menschen. Ich meine, wir waren. Ach, verstehe. Das heißt, ich verstehe überhaupt nichts. Dabei sollten wir es auch belassen. Einverstanden. Also entweder ist das ein ganz seltsamer Traum oder ich bin krank. Ich bin verrückt. Ich höre Stimmen und ich sehe Gespenster. Benedikt? Ja? Möchten Sie auch ein Glas? Schon überredet. Oh, die ist ja leer. Aber ich habe noch eine Flasche. Einen Margaux. Jahrgang 1898. Premier Cru. Haben Sie ein Korkenzieher? Ja, ich glaube, da drüben neben dem Grammophon, da liegt einer. Mama, es geht auch so. Voilà. Chanté. Jetzt haben Sie ihn. Denken Sie ganz konzentriert an etwas anderes. Woran denken Sie? Ich denke, es gibt Träume, da weiß man genau, dass man träumt und man wacht nicht auf. Wenn es ein schöner Traum ist, will man ja gar nicht aufwachen. Dann will man weiter träumen. Vielleicht bei schöner Musik? Das ist er. Ihr Roman. Naja, also der Anfang eines Romans ist 30 Seiten. Der einsame Flug des Albatros. Oh, das klingt wunderbar. Warum lesen Sie mir nicht daraus vor? Naja, also, ich habe das ja seit 20 Jahren nicht mehr in der Hand gehabt. Vielleicht ist es ein bisschen kitschig. Oh, das glaube ich nicht. Ich glaube, Sie sind ein großer Dichter. Henriette? Sie sind das liebenswerteste Gespenst, das ich kenne. Der einsame Flug des Albatros. Roman von B.V. Weber. Die Straßen der kleinen nordafrikanischen Hafenstadt lagen wie ausgestorben da. Kein Lüftchen regte sich. Da tauchte über den Zinnen des alten römischen Turmes ein seltsamer Vogel auf, mit mächtigen, weiten Schwingen, majestätisch stolz und einsam, der Albatros. Sie sind ein großer Dichter. Nicht wahr? Hallo. Hallo, Ben.
Was ist denn los so früh? Bis 10.30 Uhr, Ben. Komm on, hi. Da wird man sich doch wohl mal erkundigen dürfen. Naja, Hauptsache du lebst noch. Hm? Gestern hast du ja mehr gewirkt wie ein Selbstmordkandidat. Und, wie geht's dir denn heute? Weiß ich noch nicht. Oh, tut mir der Schädel weh. Oh Gott. Dieser Rotwein. Oh, und ich hab so ein furchtbares Geräusch im Kopf. Ping-Pong, Ping-Pong. Das ist bei mir. Ich hab da gestern noch zwei Kunststudentinnen kennengelernt. Nicht so laut, not so laut, young ladies. Un poco pianissimo, per favor. Die eine ist aus London, die andere kommt aus Barcelona. Europa wächst zusammen, Ben. Jetzt weiß ich wieder, was ich gestern Abend gemacht habe. Na, siehst du, Ben. Und ich hatte einen merkwürdigen Traum. Weißt du, was ich geträumt habe? Ich habe geträumt, ich bin in den Keller gegangen. Und da saß ein Geist. Ja, ein wunderschönes weibliches Gespenst. Sigmund Freud lässt grüßen. Ich wette, der sah genauer aus wie Carla. Stimmt's? Nein, sah sie nicht. Aber ich habe ihr alles über Carla erzählt. Und dann habe ich ihr aus meinem Roman vorgelesen und dann haben... Ach, Mensch, die war süß. Schade, dass das alles nur ein Traum war. Ben, was ist denn los? Hallo? Guten Morgen. Na, ausgeschlafen? Ben. Ich hoffe, Sie haben den Rotwein gut vertragen. Ich muss sagen, diese modernen Kaffeemaschinen sind wirklich sehr praktisch. Ich habe zwar eine Weile gebraucht, bis ich dahinter kam, aber dann wirklich sehr praktisch. Milch und Zucker? Nein. Ach, Sie wollen den Kaffee schwarz? Bitte sehr. Sag mal, hallo. Das ist der Wahnsinn. Die ist wieder da. Ja, wer ist wieder da? Ja, diese Erscheinung, dieses Wesen. Aber Benedikt. Nein. Aber Benedikt, ich dachte, wir hätten das letzte Nacht geklärt. Nein. Erinnern Sie sich nicht mehr? Ich bin ein Geist. Das gibt es nicht. Sie existieren nicht. Sie existieren nur in meiner Einbildung. Nur in meiner Einbildung. Benedikt? Ihre Schuhe. Danke. Hallo. Abfahrt. Aber für ihn gedickt, was soll ich denn doch tun, damit Sie mir glauben? Ich brauche Gewissheit. Jetzt gleich. Bis sofort. Frau Butte! Frau Butte! Frau Butte! Herr von Weber, was ist denn? Ich bin in Schwierigkeiten, in großen Schwierigkeiten. Bitte kommen Sie mit. Sehen Sie auch, was ich da sehe. Was denn? Moment, ich ziehe mir nur was über. Benedikt, ich möchte nicht, dass irgendjemand erfährt, dass ich ein Geist bin. Das sollte unser Geheimnis bleiben. Hä? Ich möchte kein Aufsehen erregen. Das wäre nicht gut. Man würde uns nicht in Ruhe lassen. Ruhe brauchen wir doch. Wir müssen uns besser kennenlernen, nicht wahr? Ich will Sie aber nicht kennenlernen. Ich will nicht. So, was ist denn? Kommen Sie. Was sehen Sie da? Nichts. Ich sehe nichts. Die Luft aufgelöst. Wer? Die Erscheinung, das Hirngespinst. Hey? Hallo? Jetzt hilft nur noch eins. Jetzt hilft nur noch eins. Denn hin, Herr von Weber, Ihr Schuh! Was ist denn mit dem los? Nur mal hören, wie ihr euch eingelebt habt in Kalifornien. Ja, toll, erzähl mal. Nein, nicht nur das Wichtigste. Alles. Kein Problem, ich kann ja umsonst telefonieren. Ja, sprich ruhig. Wo soll ich anfangen? Also, der Zug war sehr unruhig. Aber du weißt ja, ich vertrage. Oh. Ulla, bist du noch dran? Was ist denn? Ulla, hast du... Oh.
keine organischen Defekte feststellen. Sie können sich wieder anziehen. Danke. Sie haben diese Erscheinung mehrmals gesehen. Ja, nicht nur gesehen, auch gehört. Ach, Sie haben also Stimmen gehört. Ja, Ihre Stimme. Meine. Na, nicht Ihre, Ihre nicht, die Stimme. Sagt Ihnen die Stimme manchmal etwas, was Sie tun oder lassen sollen? Gibt Ihnen die Stimme zum Beispiel Befehle? Ach, nein, so schlimm ist es nicht. Nein, wir unterhalten uns ganz normal. Sie unterhalten sich ganz normal mit einer Erscheinung, bitte. Danke, danke. Ja, das ist ja das Verrückte, dass es ganz normal wirkt. Ach, übrigens, was ich Sie die ganze Zeit schon fragen wollte. Hat Ihnen die Stimme gesagt, dass Sie heute nur einen Schuh anziehen sollen? Oh, nein, nein, das ist meine eigene Entscheidung. Dass Ihre Frau Sie verlassen hat, hat sie wohl sehr mitgenommen. Ja, ja, natürlich. Und beruflich, was tut sich da? Stress, jede Menge Stress. Alles klar. Aufgrund Ihrer privaten und beruflichen Situation sind Sie nervlich überlastet. Das ist alles? Ich werde Ihnen ein leichtes Beruhigungsmittel aufschreiben. Ja, bitte. Eine wissenschaftliche Untersuchung in den USA hat ergeben, dass die meisten der Personen, die solche Erscheinungen gesehen haben wollen, nervlich überlastet waren. Und die anderen wollten sich wichtig machen. Sie sehen, letztlich hat alles eine natürliche Erklärung. Also, Kopf hoch. So gesehen sind Sie völlig in Ordnung, Herr von Weber. Danke, Herr Doktor. Vielen Dank. Sie ahnen ja gar nicht, wie erleichtert ich bin. Bin völlig in Ordnung. Brauche nur ein bisschen Ruhe. Ja, ich bin nervlich überlastet. Oh nein. Geht das schon wieder los? Er ist wieder da. Das verfolgt mich. Hallo, ist da jemand? Frau Butte, Sie? Herr von Weber! Frau Butte! Herr von Weber! Frau Butte, Frau, bin ich glücklich, dass Sie es sind. Was machen Sie denn hier in meinem Wohnzimmer? Das will ich Ihnen ja gerade erklären. Sie haben die Wohnungstür offen gelassen, als Sie wegliefen. Und da, ich wollte nur mal nach dem Rechten sehen. Ja, vielen Dank, Frau Butte. Aber deshalb brauchen Sie doch nicht so aufgeregt zu sein. Herr von Weber, das Telefon hat sich plötzlich hochgehoben, ist an mir vorbeigeschwebt und der Hörer hat sich ganz von alleine wieder aufgelegt. Aber Frau Butte, das haben Sie sich doch alles eingebildet. Nein, ich habe es ganz deutlich gesehen und dann war ich plötzlich eingeschlossen. Aber unmöglich, Frau Butte, unmöglich. Ihre Nerven haben Ihnen einen Streich gespielt. Aber kein Aber. Eine wissenschaftliche Untersuchung in den USA haben ergeben, dass Leute, die behaupten, eine Erscheinung gesehen zu haben, sich wichtig machen wollen. Nein, aus, nein. Basta, keine weiteren Diskussionen. Das hat geklingelt. Hallo Carla, hallo Vinzenz. Was macht ihr denn hier? Also wir machen, du bist gut, du. Ja, also ich mach mir Sorgen, Ben. Vinzenz hat mich angerufen. Er hat mir erzählt, dass du dich, naja, also sehr seltsam bist. Ja, sehr seltsam. Hey, du, kommt rein. Hast du alles geklärt, alles in Ordnung. Du, hör mal, du musst aber nicht immer gleich alles so dramatisieren. Ja, ziehst du aber ganz schön heavy. Du rufst mich an, faselst was von irgendeiner Erscheinung. Was soll man denn davon halten? Guten Tag. Ach, Frau Budde. Ja, Frau Budde. Hat hier ein bisschen nach dem Rechten gesehen, während meiner Abwesenheit. Alles in Ordnung, Frau Butte? Ich kann es immer noch nicht glauben. Oh nein, bitte, jetzt fangen Sie nicht schon wieder an. Das nein, Telefon. Sie bildet sich ein, irgendwelche Phänomene gesehen zu haben, ja? Irgendwelche Erscheinungen. Das ist doch alles Unsinn, das Frau Butte. Das Telefon, da nein, war was. Jetzt sollten Sie wirklich mal zum Arzt gehen, ja? Dr. Pohl in der Kannstraße, ein hervorragender Arzt, wird Ihnen helfen. Meinen Sie? Ja, ganz bestimmt, ein sehr guter Mann. Vielen Dank, Frau Butte, und auf Wiedersehen. Ganz bestimmt nicht. Ja, ein bisschen hysterisch, nicht? Moment mal. Du hast doch von irgendeiner Erscheinung geredet. Ich denke, du hast da was gesehen. Gesehen? Ich hab doch nichts gesehen. Was soll ich denn gesehen haben? Ich bin ein bisschen überarbeitet, ne? Meine Nerven haben mir einen Streich gespielt. Das ist alles. Ja, dann frag doch Dr. Pohl. Kantstraße? Herr Gott, noch mal, hier ist nichts. Benedikt, ist es recht, wenn ich das Frühstück gleich serviere? Ah, Besuch ist da. Guten Tag. Tag. Ben, wer ist die Dame? Na, Jana, das ist doch die... Was? Du siehst sie? Ihr seht sie? Ihr könnt sie sehen? Wir sind doch nicht blöd. Natürlich. Oh, das ist ja wunderbar. Das ist ja wunderbar. Das bedeutet ja, dass... Moment mal. Das bedeutet ja, dass es sie wirklich gibt.
Wie ist denn das möglich? Ich glaube, ich bin Ihnen allen eine Erklärung schuldig. Ja, das könnte vielleicht hilfreich sein. Mhm. Herr von Weber und ich, wir haben uns gestern Abend kennengelernt. Und wir sind dann hierher gegangen. Wir haben ein klein wenig gefeiert. Dabei ging es recht lustig zu Trigely. Ach. Naja, dabei haben sie ein klein wenig über den Durst getrunken. Und heute Morgen, da konnten sie sich ja nichts mehr erinnern. Wirklich? Ja. Und da bildeten sie sich ein, ich wäre ein Geist. Oh Gott. Junge, 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 da hast du aber ganz schön über den Zacken gehauen, was? Totaler Blackout, wie? Ist das wahr? Was denn in dich gefahren? So kenne ich dich gar nicht. Ja, ich mich ja auch nicht, aber mir läuft ja auch nicht die Frau jeden Tag weg, nicht? Vielleicht liegt's daran. Ach, Sie sind Frau von Weber. Sehr angenehm. Benedikt hat mir schon viel von Ihnen erzählt. So, hat er. Darf ich fragen, wer Sie sind? Oh, pardon. Henriette von Südeck. Tja, vielleicht haben wir später noch einmal Zeit, miteinander zu plaudern. Würden Sie mich jetzt bitte entschuldigen? Carla, mach mir jetzt bitte keine Szene. Mach dir keine Szene. Bei der Plauderei möchte ich nur nicht unbedingt dabei sein. Also, bis dann. Ja, aber Carla... Irre, Junge. Irre. Mensch, du bist ja ein wahnsinniges Kaliber. Ist ja noch viel stärker als ich mit meinen beiden Kunststudentinnen. Sag mal, hast du wirklich mit beiden, mit der Budde und ihr gefeiert? Ich weiß nicht. Der Kavalier, der genießt und schweigt. Wahnsinn, Junge, Wahnsinn. Ja. Also, bis später. Respekt, Alter. Respekt. Ja, ja, ciao. Henriette? Ja, Benedikt? Junge, Junge, Junge. Da haben Sie mir aber was eingebrockt. Naja, Schwamm drüber. Immer noch besser, als würde man mich für verrückt erklären. Was? Tja, was ist? Wollen wir frühstücken? Lassen Sie nur, ich habe alles vorbereitet. Ich weiß ja, wo es ist. Das ist ja nicht zu glauben. Das ist ja unglaublich. Das ist ja irre. Ich denke die ganze Zeit, sie ist ein Gespenst dabei. Dabei war es ein süßes, kleines Liebesabenteuer. Das ist ja nicht zu glauben. Oh, mein lieber Freund, aber hier gluck, 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 gluck. Nicht, da musst du aber aufpassen. Da. Kaffee. Frisch gebrüht, Benedikt. Der Teewagen, wie ist denn der Teewagen hier reingekommen? Genauso wie heute Morgen, erinnern Sie sich nicht? Oh nein. Oh doch, Benedikt, ich bin ein Geist. Oh nein, bitte nicht. Nicht aufregen, nicht aufregen. Entspannen Sie sich. Da, sehen Sie. Was wollen Sie von mir? Bei Ihnen bleiben. Ja, aber als was? Als Ihr guter Geist. Oh Gott. Konfitüre?